Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Witcher. Nachdem wir in der letzten Folge das große Gwent-Turnier von Beauclair gewonnen haben, werden wir uns heute mit dem Maler beim Westtor des Palastes treffen, um ein Porträt von uns anfertigen zu lassen. Das können wir dann gemeinsam mit der Trophäe, die wir letztes Mal gewonnen haben, bei uns im Haus aufstellen. Und vor allem ist das die letzte Nebenquest, die noch offen ist. Es gibt zwar noch 5 Quests, also 5 Nicht-Hauptquests, aber die können wir zum jetzigen Zeitpunkt alle gerade noch nicht machen. Zeigst du mir dein Schwert? Ich mach es einfach nicht. Und deswegen haben wir dann jetzt gleich dann alles gemacht, was uns zurzeit zur Verfügung steht. Und bei einem so unglaublich gewaltigen Spiel wie The Witcher 3 finde ich das durchaus eine Errungenschaft. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf diese Quest hier. Und gucken, was uns da eventuell noch erwartet. Die Quest hat Level 43, das wird schon einen Grund haben. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgo-Federn. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment. Deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Moustachérois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Oha, bitte. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Ja, aber können wir uns bitte nochmal über deine Katze unterhalten? Ja, so eine kleine Mieze. Die blammert und so. Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen? Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und Ersatz hast du keinen? Ich schwöre. Soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Na gut, ich glaube, das Leben imitiert die Kunst. Nicht andersherum. Sehen wir uns hier mal um. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Rep Karesch gesehen hat. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Nein. Mit seiner Cousine? Ernsthaft?
So, ich gucke erstmal. Guck mal, da ist ein Hinweis. Aber welchen Hinweis haben wir hier? Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Die Art Hinweis, mit der wir wieder Gerüchen folgen müssen. Belastend. Huch, was ist das denn? Fußspuren. Verschmiert. Okay, hat also irgendwas das Mahlzeug mitgenommen. Oder irgendwer. Aber wer würde sowas schon klauen? Ist mal ganz ehrlich. Wir sind auch Farbkleckse. Und dann auch noch so dilettantisch. Ich glaube, das war ein Neckar oder so ein Scheiß. Mal interessant, dass wir überhaupt nichts hören, ne? Jetzt, da hören wir was. Fußspuren, verschmiert. Da hören wir doch was in der Dunkelheit. Ich sag's ja, Neckar. Folgt uns der Maler eigentlich? Nein. Wir sind auch Farbkleckse. Hier werden theoretisch auch durch eine andere Höhle reinkommen können. Also durch einen anderen Eingang. Haben wir aber nicht getan. Neckar sind mit den Farben verduftet. Sieht ganz so aus. Die Frage ist, warum? Ich hätte schwören können, dass ich das Schwert gezogen hatte. Alter, Geralt! Das ist wichtig. Das war stressiger, als es hätte sein müssen. So, was haben wir hier? Höhlenmalereien. Die hier sieht ein bisschen nach Neckar aus. Und der große Klecks. Ein Troll. Neckar malen ihren Sieg über Trolle. Was soll das sein? Neckar-Propaganda? Na gut, auf jeden Fall haben wir die Farbe gefunden. Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Na, ist es so einfach, hier wieder rauszukommen? Tatsache. Oh, Alter, kannst du dich jetzt mal entscheiden? Versuchen mal sowas dem Wegmarker zu folgen, ist. Das funktioniert teilweise einfach nicht. Oh, jetzt habe ich mich auch noch in Brand gesteckt. So, werter Herr Maler. Ich kehre denn nun zu euch zurück. Ich habe deinen Kram gefunden. Herrlich! Wo denn? Und.
Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kran davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Weißt du, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, du bist mir etwas unsympathisch, mein Freund. Aber nur so ein kleines bisschen. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Na, aber ein Versuch war's wert. Wie genau, darf ich fragen, hat er diesen Platz gefunden, während wir die Neckar gejagt haben? Sind wir da? Ja. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Mhm. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Na, gegen was müssen wir jetzt kämpfen? Jawohl. Ich überlege. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Ja, komm. Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal verdient. Definitiv. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten mein Pferd Alexander wählen. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Nein, 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 nein. Das muss schon Plötze sein. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich das ausgehe. Es ging mir nicht darum, auf einem Pferd zu sitzen. Es ging mir darum, auf einen Greifenkadaver dazu. Plötze zu sitzen. Nun, erhebe stolz das Haupt und streck die Brust raus. So, raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ich versuche lieber was anderes. Wenn es nicht Plötze ist, hat das keinen Wert. Dann brauchen wir das Pferd nicht. Kann ich hier vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich. Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide da drüben. Ich male später einen Greifen rein. Soll ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ganz ehrlich, so oft wie der hier gerade von Greifen und Greifenkadavern und diesem ganzen Zeug labert, was er da später noch in dieses Porträt reinmalen will, ich bin mir tatsächlich inzwischen relativ sicher, dass wir hier gleich noch gegen einen Greifen kämpfen müssen.
Ja, ich frage mich nur, wie er darauf kommt, immer von einem Greifen zu reden. Ist das, heißt dieser Ort, wo wir jetzt gerade sind, heißt der vielleicht Greifenfelsen oder irgendwie sowas in der Art? Ich versuche es lieber anders. Ja, und zwar das, was Geralt in der Situation wahrscheinlich am ehesten selber wählen würde. Ich werde mich hinlegen. Dann kann ich ein Nickerchen halten, während du malst. Der Held beim Rasten, seitlich gebettet, gestützt auf einen Ellbogen. Der Blick in die Ferne gerichtet. Die Gedanken beim letzten Sieg. Später kann ich einen Greifenkadaver ergänzen. Wobei ein Nickerchen natürlich ausgeschlossen ist. Das Thema hatten wir schon. Kann ich anfangen? Oder ziehst du doch eine dynamischere Pose vor? Nö, passt schon so. Du kannst loslegen. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest. Dieser Blick des wild wütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Vibriert das Amulett? Oder sah das eben nur so aus? Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Na gut. Also eingreifen, ja? Aber warum hat er denn die Fackel in der Hand? Ich habe doch eben die Armbrust ausgewählt, oder? Ist es sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Es ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Nein, der ist zu zerfleddert. Das sieht zu blutig aus. In der Tat. Der Farbton seines Blutes verträgt sich nicht mit deinem Tarn. Danke. Oh. Sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Ich bereue es jetzt schon. Na gut, wir haben einen Greifen zu looten. Er hat sogar ein Toussaint-Herzogsschwert dabei gehabt. Okay. Seid ihr auch schon so gespannt auf das Bild wie ich? Ich würde sagen, bevor wir uns ein bisschen ausruhen und darauf warten, dass dieses Bild fertig wird, können wir schon mal in die Stadt zurückreiten.
gibt ja eigentlich keinen Grund, hier draußen zu nächtigen. Ne? Vielleicht können wir noch bei dem Barbier vorbeischauen, den wir gerettet haben, und gucken, ob der irgendwelche Dialoge hat. Das war ja in der Nähe der Nilfgaardischen Botschaft, nicht wahr? Das markiere ich mir dann auch gleich noch auf der Karte. Weltkarte. Ach, von der Seite kommen wir da rein, okay. Gut, dann da unten hin. Na, da haben wir noch eine Weile zu reiten, aber das macht nichts. Ich würde ganz gern, das nächste, was jetzt ansteht, ist ja dann die Hauptquest. Ne? Und das würde ich ganz gerne tatsächlich in der nächsten Folge annehmen, angreifen dann. Dass wir hier halt noch so halbwegs einen Schnitt haben. Immer Arbeit, niemals kurzweil, was, Hexer? Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Da können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen, da hinzureiten, weil so viel kommt ja jetzt auch nicht mehr. Außerdem habe ich das Gewinnturnier gerade erst erledigt. Ganz ruhig, keine Schlägereien. Kann ich mit Plötze eigentlich auch durchhalten? Das will ich einfach ausprobieren. Schneller! Nee, das geht leider nicht. Ein bisschen schade. Das Gewinnturnier. Ja, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich gerade für die erste Runde habe ich halt so unglaublich lang gebraucht. Nicht stehen bleiben. Und danach dann tatsächlich noch gewonnen. Mein Ziel war es eigentlich nur, nicht gleich in der ersten Runde rauszufliegen. Deswegen, die musste ich so oft neu spielen. Die Monster haben mich so fertig gemacht. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Eigentlich hatte ich erwartet, dass uns Nilfgaard die meisten Probleme bereitet. Gerade halt, weil die nördlichen Königreiche auch nicht mitgemacht haben. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann hebst du dein Kleid? Hätte ich echt gedacht, dass das der härteste Kampf wird, weil Nilfgaard halt mit seinen ganzen Spionen da echt problematisch hätte werden können. Aber die haben ja tatsächlich noch einen ausgespielt und den konnten wir dann auch noch gegen sie verwenden. Also das ist ja echt um einiges besser gelaufen, als ich erwartet hatte. Eine falsche Bewegung. Jetzt bin ich aber gespannt. Wegen diesem Barbier. Weil natürlich jetzt erstmal die große Frage, ist er überhaupt da jetzt? Tatsache, da ist er. Da hat er schon wieder Werbezettel verteilt, oder? Aber den haben wir schon. Ich danke dir nochmal, dass du mich gerettet hast. Aber wo sind meine Manieren, Meister Hexer, gestatten? Ich bin Jean-Louis Ludovic. Ein Absolvent Magna Cum Laude des Le Mans Poilu Instituts für Kosmetologie. Meine Scheren und Messer stehen dir immer zur Verfügung. Gut, aber so richtige Dialogoptionen gibt es dann nicht mehr. Danke, bis dann. Solange ich noch Kraft in den Fingern habe, werde ich Schere und Messer führen. Und es gibt tatsächlich im Moment nicht wirklich was, was ich an unserem Style würde ändern wollen. Der ist schon in Ordnung, so. Hört ihr Frauen und lasst euch sagen. Na gut. Dann meditieren wir jetzt an dieser Stelle erstmal. Und zwar bis kurz nach Mittag, das... Warte einen Tag, um ein Bildnis zu sehen. Okay, anscheinend. Dann machen wir es halt so. Weil anscheinend müssen wir wirklich 24 Ingame-Stunden warten.
normalerweise versuche ich sowas ja immer mit anderen Quests zu kombinieren, aber es gibt halt keine anderen Quests mehr. Außer wir würden jetzt die Hauptquest machen und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das tatsächlich in der heutigen Folge ungern noch in Angriff nehmen würde, weil es eh nur noch knappe 5 Minuten sind. Und ich halt auch nicht weiß, das Gespräch mit Regis und das alles, das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Das können wir in der nächsten Folge in Ruhe machen dann. Meine Preise sind die besten. Diesseits der Yaruga. Ach, hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Was zur Hölle? Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich glaube, ich war angezogen. Ich bin sogar sicher. Und einige andere Sachen stimmen auch nicht. Ich habe dich noch viel schmeichelhafter dargestellt. Das Gemälde hat bereits das Interesse eines großen Publikums erregt. Das sehe ich. Jedenfalls rate ich dir für die Zukunft, deine Modelle über deine Absichten zu informieren. Das nächste Modell ist vielleicht nicht so tolerant. Es gefällt dir nicht. Der Schmerz. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken, wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Aber es ist tatsächlich wirklich nicht so ganz, was ich erwartet hatte. Ist jetzt die Frage, ob ich da wirklich die Absicht habe, das in unserem Haus aufzuhängen. Aber Müßiggang macht glücklich. Bin ich denn völlig muss ich drüber nachdenken, kann man aber natürlich zur Not auch offscreen machen. Ich würde einfach mal sagen, das war The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns endlich auf dem Meer La Chanson-Long-Friedhof mit Regis treffen. Ich würde mich immer sehr über euch freuen. Bis dann.